Ah! Na, ihr seid's wieder. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ja, ich bin gerade hier beim Saubermachen bei meinem neuen Haus hier. Und ich wollte ja schon wieder einen YouTube-Kommentar vorlesen. Das Problem ist nur, geht immer noch nicht. Defekt. Nicht G, sondern D. So, ich glaube auch, dass diese Ranz- und Bruchbude hier schön werden kann, wenn wir einfach mal so ein bisschen, ab und zu mal hier ein bisschen was weitermachen, ein bisschen was schöner machen. Wir haben auch noch weitere Skillpunkte bekommen. Anforderung der Aufträge minus 10%, 5%. Chancen auf Erfolg. So, wir machen mal den hier und machen nochmal eine Aufgabe. Wenn wir nicht ohnehin jetzt schon ein viel besseres Haus kaufen können. Wir schauen mal kurz, wir haben jetzt 45.000. Eigentlich müssten wir da schon das nächste uns holen können. Das soll ja dann auch mit ein bisschen mehr Vorfo sein. 45.000. Wir brauchen aber ein bisschen... Nehmen wir mal das hier. Wir hatten übrigens noch nie ein Haus mit zwei Etagen. Können wir eigentlich das Haus dann nehmen und das andere verkaufen oder so? Allerdings, wie gesagt, ich würde jetzt gerne mal einen Auftrag mal wieder zwischendurch machen, um zu gucken, wie viel daraus wir mehr bekommen. Hier sollen wir zum Beispiel eine Heizung mal eben einbauen. Mal schauen, ob das so schnell funktioniert. Guck mal hier richtig schön. Hier ist die Heizung defekt. Da bauen wir doch einfach mal eine Heizung ein. Wenn das so schnell geht, kann ja sein. So, finden wir unter Ausstattung. Wir sind also nicht nur Heimwerker. Also das ist auch was, warum ich das nicht nur Hausflipper nenne. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Heimwerker. Weißt du, der von den, hier... Hör mal, der Alfons da, hier, in der Weststraße. Wenn du was hast, ne? Hör mal, den kannst du doch fragen. Hör mal, der kann dir da eben die Heizung reparieren. Weißt du, so kommen wir vor. So, was haben wir hier? Oh. Okay, die wollen also offenbar hier noch ein Waschbecken repariert haben, beziehungsweise montiert haben. Das ist, was ich meinte. Schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Legen von Fliesen und Laminatböden schneller. Schnellere Montage, schnellere Vergipsung. Nehmen wir das hier. Ich glaube, da haben wir die meiste Zeitersparnis, wenn ihr mich fragt. So, Badezimmer. Einbauspülbecken. Ideal. Das ist das ideale Tonnelbecken. So. Ich finde es ja cool, wie die Geräusche jetzt dazu gekommen sind. So, dann hier rein. Unterlegscheibe, Schraube drauf. Unterlegscheibe, Schraube drauf. Hervorgeragt. Dann einmal hier das Ding anschließen und festdrehen. Und dann natürlich hier an den Wasserhahn. So. Und so. Zack. Wenn du zufällig hier Gaswasser scheiße bist, dann sag doch mal, ob das wirklich ungefähr dem entspricht, was man machen muss. So, Siphon ist am Start. Was fehlt denn hier noch? Eine Badezimmerheizung. Warum wird die Musik eigentlich immer lauter? Heizkörper fürs Bad. Das ist neu, das kenne ich nämlich noch nicht. Okay, wir drehen mal hier eine Schraube. Schwupp. Was ein bisschen schade ist, ist, dass solche Sachen immer noch vordefiniert sind. Aber das entspricht ja auch im Wesentlichen der Realität. Also wir können nicht einfach irgendwo... Es gibt ja diese Geschichte damals, wie irgendwie, waren es die Germanen von den Römern dann die Wasserhähne geklaut haben in die angeblich, ist wahrscheinlich wieder Blödsinn, in die Wand geschraubt haben und gedacht haben, da kommt da Wasser raus. Ich meine, so doof kann man eigentlich gar nicht sein. Obwohl, wenn ich auf die letzten Wahlergebnisse gucke, bin ich mir da manchmal nicht so sicher. So. Nehmen wir mal hier. Das ist so ein reiner Installationsauftrag. Ist auch nicht schlecht. Aufgaben erledigt. 848. Kann man nicht meckern, ne?
Die Wände sollten einfach weiß sein. So, was wir nämlich jetzt machen können, das ist nämlich jetzt auch neu, beziehungsweise da wurde ich gerade eben darauf hingewiesen. Wir können jetzt im Tablet nachgucken, was die Käufer gedacht haben. Familie Jensen hat noch nichts erworben. Hier Shang Shui, mir gefällt es, dass es hier nur ein Schlafzimmer gibt. Mir gefällt es, dass ich Platz zum Schlafen habe. In diesem Haus gibt es keinen Platz für Bücher. Der Ort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Also hier sehen wir jetzt unterschiedliche Dinge, die wir jetzt schon über die Leute erfahren haben, die wir jetzt anwenden können. Weißt du, reicht. Habe ich jetzt genug gesehen. Die wir jetzt anwenden können. Und welche nehmen wir da? Dann nehmen wir natürlich jetzt hier, es soll natürlich auch ein bisschen luxuriöser wirken. Dann nehmen wir doch glatt mal die hier. So, jetzt müssen wir wieder die richtige Stelle finden. Also so könnte man es, glaube ich, machen, ne? Den will ich ja schon schön haben hier in meinem Haus. Ganz ehrlich, wenn ich das immer sehe hier, werde ich ganz kirre. Also irgendwann müssen wir das mal reparieren. Oh, ein Computer! Oh, mehr Geld! Was haben wir denn jetzt? 45.000. Und der Wert von meinem eigenen Haus ist 22.000 gewesen. Okay, nehmen wir mal Figurationen 49, 42. Da haben wir ein bisschen Kapital. Das ist ja schon größer, das Haus, ne? Lass uns mal das erste nehmen, was so ein bisschen verwinkelt ist. So. Ach, du dicke Männer. Ich hoffe aber nicht, dass es das jetzt ist. Ich hoffe aber, dass es das jetzt nicht... Also, ich hoffe... Nee. Was? Nein, doch! Oh. Wenn du keine Lust hast, ein Haus zu verkaufen, kannst du vielleicht doch dort einziehen. Wenn du im erworbenen Haus bist, drücke Escape in den Optionen. Findest du die Möglichkeit, dein Büro in dieses Haus zu verlagern. Das alte Büro kannst du dann eventuell verkaufen. Cool. Aber... Erstmal den Müll wegbringen hier. Und ich höre schon... Oh! Die sind schon wieder Ungeziefer. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Beg hier, was ist los? Was? So. Ist schon so ein bisschen ekelhaft, finde ich. Oh! Und die ganze Wand hoch. Wahrscheinlich im ganzen Haus. Ekelhaft. Genügend Kakerlaken umgebracht. Du hast ein Kakerlakennest zerstört. Aha. Gut zu wissen. So, hier war auch wieder... Oh, hier müssen wir neu verputzen. Ach, du dicke Männer. Hier war wieder fette Party. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben Penner gewohnt, oder was? Oh, das war jetzt ja eine Randgruppenbeleidigung. Da muss man ja aufzupassen heutzutage. Hier haben sich Menschen nicht zu benehmen gewusst. Besser? Sollen wir mal hier die gesamte Einrichtung verkaufen? Ich glaube... Obwohl hier, das ist eigentlich gut, ne? Hier müssen wir, glaube ich, nur sauber machen. Guck mal, wenn wir hier die Spinnenweben wegmachen. Und jetzt nochmal, also die haben ja jetzt nichts zu dem Bad gesagt, ne? Also bei der letzten Bewertung war ja meine Sorge, wenn wir ja beim Bad nicht vernünftig arbeiten, dass das Abzüge der B-Note gibt. So, dann brauchen wir Gips, um das Loch zu stopfen. So, so. Habe
Ich glaube, die Wanne können wir lassen. Aber eigentlich ist es einfach, wenn wir das einfach verkaufen und neu reinbauen, weil dann haben wir mehr Platz zum Saubermachen. Aber ich glaube, man kriegt ja nicht den vollen Kaufpreis wieder, wenn man jetzt diese alten Sachen verkauft. Das Einzige, was wir immer verkaufen können, sind die Lampen. Die scheinen nicht zu funktionieren, wenn man die übernimmt. Sind jemand daneben gepisst. Ekelhaft. So. Machen wir das da. Machen wir mal hier mal eben kurz sauber. Und da mal eben kurz sauber. Und über die Fußmatte. Wir verkaufen mal eben die Tür. Brauchen wir nicht mehr, weil die ist hässlich. Das können wir lassen. Die alten Möbel müssen alle weg. Das Bett muss weg. Das muss weg. Der muss weg. Den können wir wahrscheinlich reparieren. Den können wir nicht reparieren. Ach du Scheiße! Und noch mehr Kakerlaken. Ist das ekelhaft! Ah. Ich hätte gerne einen neuen Skill hier. Irgendwie Kakerlaken auf 5 Kilometer Entfernung entfernen. Das ist ja wirklich ekelhaft. Igitt, 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 igitt. Wer hat sich das gewünscht? Das ist ja bestimmt so ein Community-Wunsch. Wäre voll cool, ne? Wenn man das Haus hat, ist da voll Kakerlaken drin, die man wegmachen muss. Boah. Der rotiert schon hier, der Staubsauger. Der macht schon hier extra Umdrehungen. Ich bin doch kein Kammerjäger. Ich möchte hier anstreichen oder so. Oh, ich das Geräusch schon höre, ist das widerlich. Boah. So, das kann weg, das kann alles weg. Das ist das Problem hier, wir können die Sachen nicht wieder aufheben. Deswegen verkaufen wir die erstmal alle. Also die Küche würde ich sagen, mal auf irgendeinem Grund auf neu. Soll die sich doch ihre... Krieg ich meine Dokumente nicht mehr? Oder ja, ich bin auch noch nicht fertig hier. Sie mal glauben, ich wäre schon fertig. Das Sofa ist total verranzt. Auf jeden Fall, eines kann man den Entwicklern schon mal zugute halten. Die haben echt das Gefühl, dass diese Buden so widerlich und ranzig ist. Das haben die hervorragend rübergebracht. So. Ich glaube, die Türen erneuern wir auch mal immer alle. Die Lampen erneuern wir. So, ja, das kriegen wir auch nicht mehr heile, fällt mir gerade mal so auf. Ist auch total runtergekommen hier. Alter, war da gerade irgendwie ein Mordmesser oder was? Das sah gerade so aus. So, Lampen, wie gesagt, alle raus. Und das nehmen wir auch mal raus. Weiß Gott, wer da schon drauf gesessen hat. Und reingepupt. So, Lampen, wie gesagt, alle raus. Und dann wäre das auch das Erste, was ich hier wieder neu reinbaue. Neue Lampen. Die können wir dann anmachen. Und dann besser den Schmutz und so sehen. Ja. Genau, neue Lampen. Deckenlampen. Decke, 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 Decke. D wie Deckenlampen. D wie Deckenlampen. Ja, hier vorne, sehr gut. Dann nehmen wir mal hier in der Küche, im Wohnzimmer, nehmen wir mal hier so ein grandios. Zwei so eine Dinger. In der Küche. Haben wir schon gesehen, da ist das mit den Lampen ist ein bisschen doof in der Küche. Deckenmontage, Strich. Das ist doch hässlich. Müssen wir hier, also müssen wir doch so eine nehmen. So. So eine war ja auch im Bad.
So, ich weiß noch nicht, was für ein Zimmer das werden soll hier und was das hier für ein Zimmer werden soll. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was für ein Zimmer es war. Also hervorragend gemacht gerade, Rol. Hier können wir mal so eine... Ja, willkommen in meinem Haus hier, so ein Kronleuchter reinmachen. Und hier machen wir mal, ja, weiß ich nicht, Jugend- oder Kinderzimmer. Da könnte man dann hier sowas reinbauen. Gut. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich mache mal wieder sauber. Das ist ja nicht so spannend, das zu sehen. Und wenn ich sauber gemacht habe, sehen wir uns wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr vorgelesen werden wollt. Wenn das wieder klappt, mache ich das natürlich auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.